Ja, servus und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Wir sollen an Diego seinen Lederbeutel holen und das Study Song machen wir jetzt einfach. Ich hab mir das schon gedacht. Wir können uns ja teleportieren. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Muss mal kurz schauen. Heiliges Licht. Glauben, was man hört. So Paladin-Zauber. Das war da schon vorher klar. Den kann man vielleicht mal testen. Vielleicht ist der gut gegen die Suchenden. Man darf halt nicht alles glauben. Oder ist es einfach nur Licht? Es ist Licht. Deine Meinung will ja keiner. Nun gut, dann würde ich mal sagen, ab zum Pass. Stopp. Von mir hatte das nicht. Pass, hier. Alles cool, lustig werden. Zu weit weg. Ach stimmt, den habe ich ja schon, ne? Ah, jetzt habe ich nicht genug Mana. Noch mehr Ärger kann ich. Ja gut, aber das Problem wird natürlich sein, dass er mir jetzt immer nur sagt, dass ich zu weit weg bin. Das ist ja saudumm eigentlich, ne? Also, wir probieren es jetzt trotzdem nur mal. Wir nehmen uns jetzt Mana-Bones hier. Na, das ist gegangen. Hä? Stopp, da müssen wir mal kurz schauen. Teleport zum Pass von... im Minental. Vielleicht komme ich da jetzt hin. Ah, zu wenig Mana. Müsste man nur mal auffüllen. Ascorines. Zum Minental. Okay, da bin ich jetzt so weit weg. Also muss ich dem natürlich... Ah, das mit dem Licht ist natürlich jetzt nervig. Er steht halt nur da, ne? Ah je. Du bist uns in die Falle gegangen. Und jetzt werden wir dich vernichten. Ich kann leider auch nicht durchschießen, ne? Ja, das ist jetzt doof. Schauen wir mal. Ich kann ihm aber wenigstens davor laufen. Das ist der Vorteil. Na gut. Im Grunde ist das jetzt auch gar nicht dramatisch. Wir schauen jetzt nur mal, ob da dieser Lederbeutel noch irgendwo ist. Ich hoffe, dass das Licht jetzt nicht mehr allzu lang dauert. Das ist nämlich echt ein bisschen nervig, das Licht. Aber gut. Hilft ja nichts. Da müssen wir jetzt durch. Ist Gossig. Gossig, Gossig. Ja. Grüße gehen raus an Rub. Gossig. Okay. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich meine, ich hätte den Lederbeutel schon geholt. Aber vielleicht wird es ja erst getriggert, wenn ich nur mal reingehe, ne? Das kann da möglich sein. Also, Außerstelle haben wir ja eh schon ziemlich platt gemacht. Ah, das Licht ist weg. Sehr schön. Also. An der Austauschstelle soll eigentlich irgendwo Lederbeutel vom Diego sei. Ich hoffe, dass es jetzt nicht kaputt gemacht. Ansonsten muss ich mal halt hercheaten, ne? Weil nicht, dass ich es irgendwie kaputt gemacht habe. Durch das, dass ich es so gut erkundet habe, ne? Ah. Also da müsste irgendwo ein Lederbeutel voller Münzen sein. Ich habe natürlich zwar welche im Inventar. Aber vielleicht spawnt er ja jetzt da erst, ne? Also im Kapitel 3. Hoffe ich. Und dann können wir ihm den auf jeden Fall gleich wieder bringen. Dann gehen wir mal da rauf. Vielleicht spawnt er ja jetzt erst.
Weil da hinten war natürlich schon so ein Lager. Da hinten war eins. Aber da waren wir doch schon. Schwierig. Kann man nämlich vorstellen, dass es der ist. Wo ist dieser Lederbeutel? Also ich sehe keinen. Da haben wir natürlich nur dieses Fass. Das war's dann auch schon. Was da drauf liegt? Nee, oder? Also ich kann es natürlich gerne mal probieren, ne? Ah, ist da unten irgendwas? Na, ist bloß ein Skelett. Schwierig. Finde ich schwierig. Ich sehe auch hier keinen Lederbeutel. Wo sollte er den versteckt haben? Na. Wieder hoch. Weil wieder hängen. Immer wenn die festhängen, das ist schrecklich. Aber auch nicht. Hier auch nicht. Glaube, ich hab den schon. Also, nicht, dass ich das wirklich irgendwie kaputt gemacht habe, aber dann, das soll auch schon irgendwie heißen, Diegos Lederbeutel oder irgendwas. Da hat er den da irgendwo woanders versteckt. Aber wenn er halt sagt, Austauschstelle. Was ist da noch oben? Ein Trank. Hat er noch da versteckt? Also, der beste Ort wäre eigentlich wirklich da oben gewesen, ne? Schwierig, schwierig, schwierig. So, da werde ich wahrscheinlich nicht drauf kommen. Doch, komm ich. Ja, doch nicht. Also ich hätte natürlich jetzt auch die Möglichkeit, dass ich jetzt nochmal zurückgehe, weil vielleicht wurde es ja jetzt getriggert, nachdem ich wieder einmal ins Minental zurück bin. Prall gefüllter Lederbeutel, da haben wir ihn. Warum habe ich den da vorher nicht gesehen? Vielleicht war der einfach nicht da. Okay. Das heißt, jetzt können wir zurückgehen. Und einem Diego diesen Beutel geben. Ah, erstmal einen Schluck trinken. Das wird der Seiderbeutel. Puh, ich dachte schon, ne?
Ich dachte schon. Wir müssen da irgendwelche Insert-Cheats hernehmen. Aber glücklicherweise müssen wir das nicht. So, zur Burg, zu Xadas, nee. Zur Hafenstadt. Ah, let's go. Nice! Wie schnell wir dann einfach in der Stadt sind, ne? Früher hat ja das alles geruckelt. Also, da bist du zur Stadt und dann hast erst einmal circa Minuten warten dürfen, bis alles geladen ist. Ach, die guten alten Zeiten von früher. Apropos, warte mal, da wollte doch noch irgendein Händler was haben, ne? Diesen Krallen, bevor wir das jetzt zum Diego bringen, Entschuldigung, aber ich hoffe, dass da dieser Händler war. Der Händler, welcher wollte das? Lutero, der müsste doch da stehen, oder nicht? Dem können wir auch nochmal so alte Steintafel verkaufen. Und Belia verlieh ihm einen Teil seiner. War der Lutero nicht da? Schau mal, Hakon. Suris. Altram. Anta. Jora. Auch nicht. Oh Gott, wo waren denn diese Händler? Einfach zu viel. Puh. Das weiß doch inzwischen jeder. Glaub, da muss ich mal nur mal irgendwann nachschauen, wo der war. Der Lutero. Händler. Sag ihm ja mal die Steintafeln. Ich habe noch eine Steintafel für dich. Gut. Hier, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Okay. Gut, da vorne wäre noch ein Händler, aber das ist nicht der Lutero. Davon lass ich lieber die Finger. Ja, heißt anders da vorne, oder? Das ist doch alles nur Gerede. Ist der Rupert, ja. Ja, gut. Diego. Ich hab dein Gold gefunden. Gut. Zeig her. Sehr schön. Jetzt kann Gerbrand sich auf was gefasst machen. Pass auf. Ich muss mich noch um die Wachen kümmern. Ich möchte, dass du diesen Brief zu Gerbrand bringst. Er ist einer von den fetten Händlern im oberen Viertel. Bestell ihm einen Gruß von mir. Wir treffen uns dann vor Gerbrands Haus. Ah, das war der wohl immer so blöd gegangen ist, oder? Es war doch der. Na, komm mal her. Gerbrand. Du warst es. Ja. Hey, du. Ich soll dir schöne Grüße von Diego bestellen. Was? Wer? Welcher Diego? Und ich soll dir diesen Brief geben. Das kann nicht sein. Nein, ich bin erledigt. Ist er in der Stadt? Wer? Diego, natürlich. Ja, ich wollte mich gleich mit ihm hier treffen. Dann ist es aus. Alles ist aus. Ich habe keine Zeit. Ich muss weg. Schnell. Wenn er mich hier findet, ist alles aus. So, warte mal, da hinten haben wir ja nur Händler, ne? Vielleicht will er diese Krallen. Bei Diego hat mir ja da geholfen. Diego ist eigentlich so ein richtiger, reicher Kaufmann anscheinend. Oder Kaufmann vielleicht nicht, aber ein reicher Bürger einfach. Ah, interessant. So, pass mal auf. Du bist der Lutero, ne? Ah, du bist das andere. Ah! Haben wir bloß Irm, ne? Das dachte ich. Lutero. Boah. Ey, das habe ich irgendwie hart verdrängt. Tanze Wambo mit mir. Wambo, Wambo, die ganze Nacht. Tanze Wambo mit mir. Wambo, Wambo, so vieles. Okay. Ah, da steht der Diego. Dann reden wir doch mal mit ihm. Schauen wir mal, was der Sache ist. Diego! Ich habe den Brief abgegeben. Sehr gut.
Wie hat Gerbrand reagiert? Er war sichtlich geschockt und hat sich sofort aus dem Staub gemacht. Kann ich mir denken. Ich fürchte, ich muss mich erstmal um die Einrichtung meines neuen Hauses kümmern. Soweit ich mich erinnern kann, hat Gerbrand einen fürchterlichen Geschmack. Der Kasten gehört dir? Ja, vom Keller bis zum Dachboden, inklusive der gesamten Einrichtung. Nachdem ich die letzten Jahre nicht standesgemäß gewohnt habe, freue ich mich auf ein weiches Himmelbett. Zum Frühstück gibt's dann guten Wein und einen exzellenten Schinken. Du lässt dir auch nichts entgehen. Darauf kannst du Gift nehmen. Aber voll der krasse Nahkampfkämpfer und Bogenschütze, ne? Wie ist dir denn das gelungen? Du glaubst doch nicht, dass Gerbrand sein Vermögen auf ehrliche Weise verdient hat. An den ganz schmutzigen Sachen hat er sich natürlich nicht selbst die Finger schmutzig gemacht. Dafür hat er einen Helfer. Natürlich habe ich in der Zeit damals eine ganze Menge mitbekommen. Gerbrand hat mich schließlich abserviert. Er hatte wohl Angst, dass ich zu viel wusste. Davon hast du mir nie erzählt. Du hast mich nie gefragt. Was ist mit Gerbrand? Er hat die längste Zeit das gute Leben genossen. Er hat hier wie die Made im Speck gelebt. Während ich Fleischwanzen-Ragout fressen musste. Ich habe keine Ahnung, wo er jetzt hin ist. Aber in Korinis kriegt er nicht mehr so schnell ein Bein auf die Erde. Dafür werde ich schon sorgen. Wenn du ihn suchst, würde ich es mal im Hafenviertel versuchen. Ja, Mama, ne? Was ist mit meinem Anteil? Mir scheint, du hast noch nicht alles vergessen, was ich dir beigebracht habe. Aber du hast recht. Ohne dich hätte ich es nicht geschafft. Hier ist dein Anteil. 500 Gold, nice. Kannst du mir was beibringen? Ja klar, sag es mir einfach, wenn du soweit bist. Wir brauchen Geschick. Bring mir was bei. Ich kann dich lehren. 5, ja, das ist natürlich echt tricky, ne? Zack, zack. Du bist beweglicher geworden. Weiter so. Sehr schön. Das heißt, jetzt kann ich ja die neue Waffe ausrüsten. Nice. Okay. Und wieder eine neue Waffe. Wie schön, wie schön, wie schön. Glaubst du wirklich? Jetzt ist natürlich die große Preisfrage. Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist dieser Händler? Das habe ich früher auch immer gesehen. Ah, ich muss gerade echt nochmal überlegen, wo der neue Händler war. Im neuen? Also, war die Söldner? Warum hört eigentlich keiner auf mich? Bin mir gerade echt unsicher. Gut, wir schauen auf jeden Fall einmal nur ins Hafenviertel runter zum Gerbrand. Ich glaube da nicht dran. Ich hätte das anders gemacht. Die wird das nicht brauchen. Nagur, Cardiff. Ich hab was anderes gehört. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Schwierig. Wird sich das jemals ändern? Wo könnte dieser Händler sein? Geheimnis mehr. Er arbeitet auf das Wasser inzwischen. Na, da ist es, der Gerbrand. Gibt's was Neues? Was soll das werden? Willst du dich über mich lustig machen? Du und dein Freund Diego haben schon genug Unheil angerichtet. Lass mich in Ruhe! Okay. Das habe ich schon. Ist der Halvor. Boah, wenn ich das jetzt wüsste, wo dieser Händler ist. Oder war das vielleicht... Ah, das kann natürlich auch möglich sein. Dass der da bei dieser Pyramide ist, ne? Das könnte möglich sein. Nein, das Chris behauptet, dass sein Mann namens Joe einfach spurlos verschwunden ist. Na gut. Mit Bospas Bogen und Akkuschas. In den hohen nördlichen Bergen verloren. Naja. Er hat auf die falschen Leute. Reden wir doch mal mit dem Lee und sagen wir, dass der Gorn da ist. Meine Lara ist. Hey. Ba, 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 ba.
Ornamentstück zurückverlangen. Warum? Nochmal. Hey, du. Vielleicht brauche ich das jetzt nicht. Wird sich das jemals ändern? Okay, ich habe irgendein Ornament jetzt erhalten. Vielleicht brauche ich das natürlich auch für die. Ah, so ein Bruchstück. Kann nämlich sein, dass ich diesen natürlich nur brauche, ne? Hoppala. Einige Probleme erledigen sich von selbst. Von mir will keiner was. Rahim. Na gut, Karten habe ich. Komm später nochmal wieder. Dann habe ich sicher wieder etwas Neues für dich. Okay. Dann müssen wir jetzt eh zum Kloster. Da haben wir natürlich noch keine Rune. Wir haben auch noch keine Rune für zum Söldnerlager. Kohle habe jetzt 3850. Easy, Leute. Können wir übrigens jetzt die Lederbeutel aufmachen? Der Olaf ist tot, ne? So. Easy. Haben auch noch einiges zu verkaufen. Das können wir aber beim nächsten Händler machen. Wenn wir mal wieder was brauchen. Sag ja, 4000 haben jetzt. Feil gras sogar. Man kriegt die Kohle schon wieder zusammen. Ja. Da waren wir ja vorher eigentlich fast abgebrannt. Abgebrannt. Ha, witzig. Oder warte mal. Händler, vielleicht ist es der da oben bei der Miliz. Bin mir jetzt auch nicht ganz sicher. Kann doch mal schauen. Ah, ich glaube, der war es auch nicht. Ah, das ist der Pack. Mortis. Naja. Aber vielleicht können wir dir noch ein bisschen was beibringen. Wolfgang. Wo liegt der Vorteil? Ah, das habe ich schon gehört. Lass uns mit. Gut. Sehr gut. Oh, wie viele Punkte habe ich denn? Ah, zwei hätte ich jetzt nur. Ah, machen wir das gleich. Lass uns. Okay. Meister, 69%, easy. Hart durchgespielt. Das Game, da die sagen. Da bin ich übrigens noch gar nicht rausgegangen. Ist sogar wieder, what the fuck? Ruga. Hey, was machst du hier? Ich trainiere die Jungs im Umgang mit der Armbrust. Ah. Ich sorge dafür, dass sie ein bisschen beweglicher werden. Und du hörst hier wieder Diego. Das ist ja interessant. Nehmen wir gleich mal die Bolzen mit und natürlich das Bier. Und die Truhe. Ah, ich brauche nur mal ein paar Dietriche. Die müssen wir uns auf jeden Fall auch noch holen. Der andere verkauft doch immer vorne ans der Tischler, ne? Der Torben. Tischler Torben. Weil Dietriche sind halt echt wichtig. Kein Bock, dass ich irgendwo in der Wildnis stehe und dann die Truhe nicht aufgeht, weil mir Dietriche fehlen. Das wäre scheiße. Schauen wir gleich mal. Gehen wir nochmal zum Torben. Ist einfach auch mal wieder schön, in der Stadt ein bisschen rumzulaufen. Hm? Aber Adanos fürchtete sich vor dem Tag, an dem das Tier auf das Land zu. Aber ich glaube, die Söldner war das nicht. Das ist wirklich nicht mein Problem. So, Torben. Hi. Kannst du mir Dietriche verkaufen? Wenn ich noch welche habe. Ah, leider nur 5. Schade. Sehr, sehr, sehr schade. Wir brauchen wieder ein paar Banditen. Okay. Dann gehen wir jetzt mal raus.
und probieren natürlich jetzt mal, wir müssen mal jetzt zum Kloster kommen. Ups, da bin ich wohl in die Stadtwache gerannt. So. Jetzt komme ich natürlich, glaube ich, schon gut gegen irgendwelche Viecher an. Hoffe ich. Na, jetzt habe ich natürlich ein Schwert mit 120. Und auch nochmal plus 10 Einhandtalentbonus. Also, na, und 69% habe ich halt das Einhandtalent jetzt. Ach Gott, das hört sich echt komplett falsch. Ich habe mein Einhandtalent zu 69%. Alles klar. Oh shit. Okay, wir probieren es einmal. Vielleicht kommen wir so. Aber ich glaub's nicht. Solange du. Ah! Yo! Okay, das Schwert ist richtig übel. Aber die sind immer nur sehr, 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 sehr schwer. Aber ich habe eine Chance. Sie sind immer noch extrem schwierig umzubringen. Aber ich habe wirklich eine Chance. Wenn ich jetzt dann danach nur eine neue Rüstung habe, dann war es perfekt. Erstmal speichern. Weil dann wird es wirklich passen. Sag mal den. Komm, den macht man, oder? Alter! Die haben aber auch immer gut Kohle dabei, ne? Und wieder Tränke trinken, trinken, trinken. Da werden wir wahrscheinlich jetzt dann bei im Kloster mal ordentlich die Händler leer kaufen, was Tränke angeht. Könnten uns vielleicht dann einmal wieder welche machen. Weil ich kann natürlich nur die kleinen, ne? Das ist dann besser als gar keine. Aber. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Aber das, also der Degen, der ist jetzt richtig Weltklasse. Ich finde es immer so geil, wie sie die Suchenden einfach anhören. Wie Saruman. So. Hat schon was. Hat schon was. Komme ich jetzt schon gegen Trolle an? Ah, ich glaube, Trolle sind schon mit andere Zähepiste. Boah, bin ich am überlegen. Ja, Snapper komme ich aber auch, ne? Vielleicht kann ich jetzt auch die. Ja, mal natürlich die Armbrust zurückholen. Okay, das ist mir jetzt egal, Leute, wir gehen jetzt noch nicht zum Kloster. Ich mag jetzt ein bisschen die Waffe ausprobieren, so schaut's aus. Schauen wir mal, wie gut wir da jetzt damit zurechtkommen. Da ist nochmal ein Suchender. Einmal speichern. Hier ist es nicht gut. Wenn der loslegen darf. Ja, der macht mir als erstes Platz. Oh, doch nicht. Oh, Alter. Boah, das ist natürlich jetzt halt sehr, sehr, sehr schwierig. Wenn die als erstes angreifen dürfen, ne? Ganz, ganz, ganz schwierig. Wenn da natürlich zwei sind, dann habe ich keine Chance. Aber Lernpunkte technisch wirft mir das natürlich schon wieder vor. Weil ich dadurch natürlich gute Erfahrungspunkte kriege.
Ah, süß. Kommt's her. Vielleicht habe ich jetzt einmal einen Schaskiger. Ein paar Wargs oder so. Hi. Ich warte gar nicht mehr drauf, bis ihr mich angreift. Den Punkt haben wir schon lange überschritten. Meine lieben Damen und Herren, da ist wieder einer unten. Er schon wieder. Du bist uns in die Falle gegangen. Okay, jetzt habe ich das beklemmende Gefühl. War einmal so fucking hart knapp. Okay. Ja, Sanu übel. So, die kann ich aber jetzt platt machen ohne Ende. Sehr schön. Ah, da ist dieser Bauernhof. Ach, da sind wir jetzt. Aha. Was war's jetzt? Wird's eh gerade dunkel. Dann schlaft man doch jetzt einmal da unten, da ist an. Interessant wäre es natürlich jetzt halt auch, ob ich jetzt gegen den Schattenläufer auch schon ankomme. Ja, wirklich interessant. Was? Ich weiß nicht, wo er ist. Oh mein Gott! Okay. What? Nicht zu plündern. Warte mal, die zwei Mappen durch eine Platte. Okay. Ich glaube, da habe ich keine Chance. Aber wir haben doch jetzt ein heiliges Licht. Tada! Besser als gar nichts. Ja, also ungefähr so 30 Suchende sind dann doch ein wenig zu viel. Ah, Blutfliegen. Da. Eins, zwei Mal noch Blatt. Und zack. Schön. Ja, läuft soweit, Leute. Na, von dem her, wir sind schon wieder am Ende der Folge. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Na, wir werden mal auf jeden Fall nur mal dahinter gehen und schauen, ob wir die Armbrust irgendwie finden von diesem einen Jäger, dass wir die Quest einmal haben. Ob wir die kriegen, werden wir sehen. Von dem her, ich wünsche euch was. Macht's denn einen schönen Tag. Habi die.